So, okay. Ja, da sind die Gule aber platt. Was ist denn das hier für ein neuer Wert? Was ist denn das, was da angezeigt wird? Vergiftung? Nee, was ist denn das? 100%? Ah, wie lange das Quen noch hält. Alles klar. Und wie wir... Oh, ein Reh. Und da ist Platz. Alles klar. Ah, das ist quasi Quen. Uff, 100%. Plötze. Bist du gerade vor dem Reh? Hast du Angst vor Rehen? Plötze. Komm, wir gehen. Los, lauf! Attacke! So, hier sind zwar noch ein paar Kräuter auf dem Weg. Die ignorieren wir jetzt aber mal. Wir haben ja eigentlich genug und wissen nur, falls wo wir sammeln können. Und hier ist doch dieses Banditenlager, wo wir mal vorbeikamen. Nun, ich glaube nicht, dass wir schon stark genug für die sind. Aber es ist gut zu wissen, dass es hier ist. Ne? Ja, genau, das ist genau das Ding. Wo wir mal lang kamen. Hier sind noch ein paar Ertrunkene im Sumpf. Sumpfig, Ertrunkene. Ja, lass mal die Ertrunkenen mal Ertrunkenen sein. Und das sind nur Rehe. Okay. Welchen Weg wollen wir denn jetzt eigentlich gehen? Ich wollte ja oben lang, genau, über das Maulbeertal und dann hier noch über den Scheideweg in Richtung Roter Baron. Ja, da sind wir hier vollkommen richtig und gehen weiter. Ist das ein Vieh? Warte mal. Mach langsam. Ist das ein riesiger Hund oder was ist das? Ah ne, sind bloß wilde Hunde. Den können wir es eigentlich aufnehmen. Wenn die nicht wieder alle fies und frech sind. Ja genau. Au, 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 au. So. Aua. Fies, freche Hunde. So. Nehmen wir natürlich mit, die wilden Hunde, die sind ja auch eine Gefahr für die Bevölkerung, ne? So, wo liegt hier noch was rum? Hier drüben? Das sah so groß aus gerade, das Vieh, ich weiß auch nicht, aber... Naja, wer weiß. Okay. So, plötzlich alles gut. Wir heilen uns ja eh automatisch, also von daher... Weiter. Schum, 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 schum. Ich glaube, im Maulbeertal war auch noch mal was, wo wir unsere Ausrüstung noch mal temporär verbessern konnten. Oder? Ich glaube, ja. Shisha, schauen wir mal. Ja, doch, hier. Ui, hallo. Bupp, Plätze. Du machst ja sowieso, was du willst, ne? Und ich gehe mal kurz Ausrüstung verbessern. Zack und zack. Sehr nice. Okay. Die haben hier anscheinend Spaß. So, weiter, weiter, weiter. Und jetzt möchte ich nach links oder nach rechts rum? Wir könnten im Prinzip auch hier unten lang gehen, dann würden wir aber nicht an den Banditen vorbeikommen, wo wir schon mal lang wollten. Ich würde ganz gerne schon bei den Banditen lang kommen. Aber ein neuer Weg wäre halt auch cool. Ich glaube, wir sind ja beim letzten Mal sind wir ja, glaube ich, hier lang gekommen. Also gehen wir. Ja, komm, wir gehen. Wir gehen mal hier schneller dem Navigationssystem, also Plötzes Kopf nach. Plötze hat sowieso seinen eigenen Kopf. Aus dem Weg! Sehen wir hier irgendwas Schönes in der Ferne? Ja, der Priester, den haben wir ja nur. Erledigt. Hier sind noch ein paar wilde Hunde. Bestimmt auch wieder neue Ghule, so wie ich das einschätze. Garantiert. Ein paar gehangene Leute. Das ist ja auch normal. Ne? Das ist ja schon, gehört ja schon zum Alltagsbild in The Witcher. Noch einer, der hier zufällig zum Sterben zurückgelassen wurde, ist nicht da. Nee, den hat man nämlich schon. Gut, weiter. Aber neue Ertrunkene sind da. Ja, wollen wir jetzt Ertrunkene kaputt klatschen? Ja, wir gehen mal weiter. Scheiß drauf.
Wir müssen jetzt keine Ertrunkenen killen. Die kommen anscheinend, also die respawnen anscheinend auch wieder. Es wäre zwar noch ein bisschen Erfahrung, die wir noch kriegen können, aber... Kriegen wir eigentlich fürs Töten von Monstern Erfahrung? Warte mal, das... Würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil wir sind ja Stufe 7. Wir haben ja doch eigentlich ein Level-Up. Wir waren doch gerade eben noch Stufe 6, oder? Haben wir jetzt hier wieder einen Punkt verfügbar? Oh Gott, das ist ja... Da, hier, und steht ganz dick. Ein Punkt verfügbar. Aha. Sehr gut. Hier können wir eh nichts Neues freischalten. Also würde ich sagen, skillen wir doch direkt nochmal in die schnellen Angriffe. Damit das einfach voll geskillt ist. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mehr und mehr, ne, grün, rot, blau, alles mitnehmen. Weil von den Mutagenen haben wir ja bis jetzt nicht so viel, was das angeht. Schade eigentlich. Müssen wir mal gucken, dass wir mehr Nebenquests. Eindeutig mehr Nebenquests. Und dann ist das alles auch nicht mehr das Problem. So, komm, Plötze. Gib ihn. Lauf wie der Wind, Plötze. So, hier waren ja auch die Männer des Roten Barons. Ich weiß jetzt nicht, ob die aggressiv auf uns sind. Nö, scheint ihn nicht zu interessieren. Finde ich gut. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Ich hab gleich was gegen deine Visage, Junge. Weiter so, Plätze. Alles klar. Alles klar. Komm. Attacke, Attacke. Hä? Warum sind alle so negativ eingestellt? Da ist auf jeden Fall die Burg. Da wollen wir hin. Und hier irgendwo war doch dann noch diese Räuberbande, die da den einen überfallen hat, wo wir uns echt in Teilen echt schwer getan haben. Aber jetzt sind wir ja ein paar Stufen aufgestiegen. Sind also auch ein bisschen fitter, was den Kampf angeht, haben neue Ausrüstung und dementsprechend dürften wir dort mehr Erfolg haben. Hoffe ich zumindest. Waren, glaube ich, hier hochgegangen. Ich glaube, das war der Weg hier hoch. Geh mal den Weg hier hoch, weil das ist der Weg, wo, ne? Wo wir hingekommen sind und ich will jetzt echt bei denen vorbeigucken. Das ist so eine persönliche Quest, der ich danach gehen möchte. Mal schauen, ob die noch da sind. Das ist ja sowieso nochmal so eine Geschichte. Wenn die nicht da sind, dann... Aha! So, Plätze. Alles klar, gespeichert hat man ja schon. Verschwinde von hier! Moment. Kurz quennen. Ja, auch mal quennen und Igni, das ist eigentlich eine gute Idee. Entschuldigung. Keinen Schritt weiter, sonst gibt es noch eine Leiche. Ja, wir fragen was natürlich. Was machst du da? Was man eben macht auf dem Land. Ernten. Bin gerade von Weizen auf Schlachtfelder umgestiegen. Die Leichen sehen frisch aus. Ein paar von den Männern haben gerade noch gelebt, stimmt's? Ja, stimmt. Waren verwundet, aber am Leben. Heiler hätten ihnen helfen können. Aber hier sind keine Heiler. Nur wir. Ja, nur Diebe und Mörder. Du gehst mir langsam auf die Nerven und das mag ich nicht. Ich mag's auch nicht, wenn Leute mir auf die Nerven gehen. So, dem haben wir aber ordentlich Schweine mitgegeben. So, der Schwein. Ausgezeichnet. Das läuft wesentlich besser gerade. Oh. Hui, hallo. Dann verbrenne doch. Hui. Nein, 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 nein. Ah, der hat voll den Falschen angegriffen. Das ist doch nicht dein Ernst. Hui, hallo! Schlitz! Ach, du Blöder! Was ist los? Ach, Mann! So, der ist mal hin. Das ist nur noch. Da war es nur noch einer. Und der brennt! Schlitz. So. Das lief eigentlich ganz gut. Dafür, dass wir doch ein bisschen auf die Mütze bekommen haben, aber eigentlich war das nicht schlecht. Schweinehaut und Schwerter und eine Tabakpfeife und das Schild und das Schwert kann ich nicht mitnehmen.
Ist ja frech. Finde ich schon ein bisschen frech, aber gut. Fistech. Scheuklappen, okay. Ein Fuchsfell. Mariborer Schwert. Eieiei. Ja, die hatten schon ein bisschen was dabei, aber gut. Oh, Floren. Ja, wenn wir plündern, dann richtig, ne? Leder und Gelumpe. Jetzt brauchen sie ja alles nicht mehr. Die Strickleitern und den Kochfisch. Waffen haben die nicht mehr dabei, ne? Apfel ist nett. Tabakpfeife. Ansonsten ist ja einfach nichts. Ist ja dreist. Aber wir haben es mal gemacht. Sehr schön. Da bin ich auch ein wenig froh drüber, einfach, dass wir da nochmal zurückgegangen sind und der Gerechtigkeit Genüge getan haben. So. Und los. Da, 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 da. So, von hier aus können wir doch auch dahin, oder? Wo wir hinwollen, oder müssen wir dahin jetzt wieder zurück? Ja, wir können auch querfeld einlaufen, stelle ich gerade fest. Das macht sich vielleicht besser. Halt! Halt! So. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt querfeld ein. Ist ja auch schön. Ja, nur ein kleiner Waldspaziergang mit Plätze. Nicht mal irgendwelche Monster da, das finde ich cool. Nur ein paar Rehe, die sich hier im Wald rumtreiben. Die sieht doch nicht mal der Hexer. Alles knirschelt und rauscht. Los, los! Komm, Plätze. Das sieht ja mach langsam. Sieht ja auch verdammt einladend aus, vor allem dieser endlose Strom an Vögeln, der da vorbeizieht. Ja gut, er ist nicht ganz endlos. Was ist das für eine Vogelreihe, ey? Na gut, wir gehen mal drum rum. Vielleicht kommen wir hier nochmal vorbei. Später. Das sieht sehr nach einer Arena aus. Also von daher. Na gut, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wenn wir hier so querfeld einlaufen. Hop, hop, hop. Hin und her. Und da ist schon die Festung des Roten Barons. Sehr schön. Ah, hier war ja der untere Eingang. Ich erinnere mich. Ja, plötzlich durchs Gebüsch. Alles in die... Ja, ganze Stöcker in die Nase bekommen. Frechheit. Na gut. Dann reden wir mal mit dem Roten Baron, was der da so ein bisschen zu erzählen hat. Jetzt, wo wir neue Informationen haben. Die Quest natürlich noch beenden, aber ihm natürlich auch ganz und klar die Meinung geigen, von wegen, hey hier, du bist ein Arsch und das mit Schlagen hier, das geht gar nicht. Daher verrate ich dir auch nicht, wo deine Leute sind. So würde ich es jetzt machen. Ich hoffe, dass diese Option haben wir im Gespräch. Ich könnte auch mal hier ein bisschen sprinten, ne? Drum, dum, 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 dum. So übelst absprinten. Absprintende Plätze. Du, 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 du. Plätze. 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 Da. Ganz ruhig. So, nicht wir wollen. So schnell, Plätze. Genau, nicht so schnell. Halt. Nein, wir wollen hier lang. Wir sind vertrimmt worden wie Nobby. Mach langsam. Hier wollen wir lang? So, alles klar. Tarap, tarap. So. Nein, wir wollen hier rüber. Na. Man hat doch einen tollen. Was? Hui. Oh, oh, oh. Plätze will immer alle anrennen. Das ist. Ja, ich arbeite ja quasi für den Baron, also. Egal. So. Guten Tag, Dian. Alles cool bei euch? Alles cool. Schön. So. Entschuldigung, darf ich mal kurz hier durch? Es handelt sich um einen Notfall. Die Scheune ist jetzt auch abgebrannt, ne? Oder? Da wollte ich sowieso nochmal reingucken. Huh? Was war das jetzt? Ah, eine Cutscene. Und ich bin Hexer, abgestiegen. Auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt hallo? Aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Hallo Feldwebel. Als Philipp, also der Baron und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Okay, dann frag deine Frage. Was gibt es?
In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Finde ich gut. Da hat er vielleicht noch eine Lektion gelernt. Das wäre ja eine schöne Sache. Ich wollte mir aber trotzdem nochmal die Scheune angucken, die ja so ein bisschen angebrannt war. Hier wollte ich ja eigentlich rein zu dem Zeitpunkt, aber... Oh, sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, ne? Also noch nicht so hundertprozentig abgefuckt. Zack, zack, zack. Ja, hier oben. Gut, es könnte hier eventuell reinregnen. Können wir ein neues Feuer legen, oder was? Ist ja auch lustig. Oh, da ist eine Truhe. Nice. Ja gut, hier guckt ja keiner, ne? Bei dieser... Oh, Eisenerz, Meteoritbahn. Sehr gut. Und Runensteine. Nehmen wir alles mit. Warum auch immer hier einer sowas lagert. Ich weiß nicht. Und hier können wir wieder raus. Cool. Okay, so viel dazu. Ja, das war ja nicht so schön. Beziehungsweise nicht so... erfolgreich. Ich hatte vielleicht gedacht, dass wir da noch Spuren von Brandstiftung oder sowas finden. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ah ja, Ruhe. So, wo ist denn der Baron? Der sitzt doch hier bestimmt irgendwo in seinem Gärtchen rum. Da sitzt er. Hallo. Pfeife. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt, aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Es tue ihr nicht so oft sentimental. Ich weiß nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Das ist allerdings wahr. Ja, an der Stelle kann man ihnen schon mal gut zureden, aber... ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. Ich glaube nicht, dass das Problem war. Hier, das konnte nicht gut gehen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Hauptproblem war. Aber gut, reden wir. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Ja, ich kann hier... Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Ah ja. Ich will ihm jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wo sie sind oder wo vor allen Dingen seine Tochter ist. Gibt es Neuigkeiten? Aber ich würde ihm gerne sagen. Verdammt. Was ist denn, Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Ich habe sie gesehen und gesprochen. Gut. Ich soll dir sagen, dass sie wohlauf ist. Wann kommt sie nach Hause? Und dass sie nicht zurückkommt. Sie kommt nicht zurück? Aber alles ist für sie vorbereitet. Ihre Gemächer warten. Es kommen neue Pantoffeln aus Toussaint. Wie kann sie nur? Ja, im Prinzip stimmt beides an der Stelle. Wir haben ja mit ihr geredet und wir können sie voll und ganz verstehen. Und... er muss sich einfach damit abfinden. Das ist beides richtig. Die Frage ist, vielleicht können wir es ihm ein bisschen erklären, weil der scheint ja ein bisschen begriffsstutzig zu sein. Sie kommt nicht zurück. Punkt. Und ich verstehe sie. In ein Zuhause wie dieses würde ich auch nicht zurückkehren. Verflucht seist du. Ich weiß schon, was du denkst. Du brauchst es nicht zu wiederholen. Ich war kein guter Vater, ich weiß. Aber... vielleicht ist es noch nicht zu spät. Da hättest du... Man kann's versuchen. Ich würde mir aber keine allzu großen Chancen ausrechnen. Nee, also, ich habe nichts zu verlieren.
Also gut. Ja, aber die. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Dürfen wir jetzt wieder als Ciri spielen? Wegen Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Ja, wir dürfen wieder Ciri spielen. Geil. Dann hat sich das ja schon gelohnt, dass wir dein hier wieder herdurften. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Dürfen wir Ciri, jetzt hier komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Hm. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ja, die wissen ja... Hey, wir sind Hexer und stehen dazu. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ja, doch, sie ist ja Hexerin, oder? Oder? Ja, sie ist eine Ausnahme. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du, ist eigentlich egal, ob Junge oder Mädchen, oder? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Igrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Ja, dann hat er wohl Angst vor einem Rennen. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Ja, und der seufzt sich für den Loke voll. Da haben wir ja Vorteil, oder? Also müssen wir jetzt quasi wettreiten. Oh, das hätte man vielleicht vorher schon mal mit Geralt machen sollen, ne? Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ciri haben wir jetzt auch noch nicht beim Reiten gespielt. Also auf Pferd. Wir dürfen gespannt sein. Aber vielleicht kriegt Ciri so ihre eigene Plätze. Ne? Also. Gesundheit. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Also, ich dachte, jetzt geht's schon los. Los, Ciri, so. Mach uns keine Schande. Und los. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Zoom, 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 zoom. So. Ich laufe jetzt einfach mal hier straight der Karte nach. Einfach weil ich es kann. Wir sind auf jeden Fall vorne. Aber die Pferdeausdauer wird, glaube ich, ein kleines Problem werden. Oder auch nicht. Wuhu! Ja, das war ja einfach. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Ja, das war ja einfach.
Ja gut, das Pferd hatte auch ein bisschen mehr zu schleppen, ne? Von dem Baron. Das war ja auch ein kleiner unfairer Vorteil. Shit. Ein Greif? Wait, what? Oha. Ein wunderschöner weißer Bildschirm. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Okay, kriegen wir jetzt wieder eine Katze? Ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Okay, dann müssen wir halt noch Anna finden für ihn. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja. Machen wir einfach mal. Und zwar in der nächsten Aufnahmesession, würde ich sagen. Machen wir da weiter. Das fand ich jetzt schon sehr geil, dass wir wieder Ciri spielen dürfen, so in diesen Flashbacks. Da habe ich echt viel Freude dran. Das macht auch Spaß. Und naja, beim nächsten Mal versuchen wir dann Anna zu finden und weiter zu erfahren, was mit Ciri passiert ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.